Die drei Trendplattformen 2020 sind Pinterest, die Reels von Instagram, TikTok-Videos. Die Gemeinsamkeiten der drei Plattformen sind, sie bestehen aus kreativen Inhalten. Sie sind Hochformat, meist im Format 9 zu 16 und die Videos sind kurz und knackig. Wichtige Fakten über Pinterest, also die Videopins, sind: Die Videos dürfen zwischen 4 Sekunden und 15 Minuten lang sein. Die erlaubten Videoformate, und das ist mega cool, sind 9 zu 16, 4 zu 5, 2 zu 3 oder auch Quadrate und theoretisch gehen auch Breitbild, also sowas. Sehr gute Ausspielung auf der Plattform und sie werden auch gerne ohne Ton geschaut. Wichtige Fakten über die Instagram Reels. Sie sind bis zu 15 Sekunden lang. Es hat eine vertikale Videoformat, also 9 zu 16. Vertikal ist so. Videos können in der App selbst kreiert werden. Es sind meist sehr kurzige, knackige, mit Musik unterlegte Videos. Sie erinnern unglaublich stark an TikTok. Und sie haben eine sehr gute Ausspielung auf der Plattform. Wichtige Fakten über die TikToks. Sie können bis zu 60 Sekunden lang sein. Das Videoformat ist vertikal, also 9 zu 16. So, hä? Videos können der App selbst kreiert werden. Es sind wieder kurze, knackige, witzige Videos, oft mit Musik unterlegt. Und sie haben eine sehr, sehr gute Ausspielung. Gerne möchte ich mit dir einen amerikanischen Trend teilen. Und zwar teilen die Social Media Expertin ihre TikToks auch auf Pinterest. Und das Beispiel zeige ich dir jetzt: AMR Digital. Blende dir das ein. How to use your TikTok videos to grow a und in diesem TikTok verrät sie dir, dass sie ihre TikToks auch auf Pinterest teilt. Sie ist von 10.000 auf 500.000 gewachsen, also eine halbe Million, ohne irgendwie Werbung, ohne Geld dafür auszugeben. Und das Einzige, was sie gemacht hat, ist eben ihre TikToks auf Pinterest gepostet. Das hat ihr Besucher auf die Webseite geschert, weil Pinterest macht das halt. Und das hat sie fast keine Arbeit gekostet und sie sagt, du sollst unbedingt deine TikToks auch auf Pinterest teilen. Genau. Jetzt beachte unbedingt das Copyright und teile nur eigene Inhalte, die keine Musik von der Plattform verwendet und wo auch nur du darauf zu sehen bist, beziehungsweise keine anderen TikToks irgendwie duettest oder so. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir einen Daumen hoch, unbedingt abonnieren und Glocke nicht vergessen.